Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr kennt unseren Kanal wahrscheinlich und wenn ihr ihn wirklich kennt, schon länger kennt, dann wisst ihr auch, dass wir bestimmte Tricks und Travel Hacks immer wieder erwähnen und bestimmte Kreditkarten gehören einfach für uns und auch für viele andere ja ins Portemonnaie. Oft kriege ich von euch die Nachricht oder die Frage, ja toll, was ist denn mit uns in Österreich mit der Kreditkarte? Haben wir da auch so einen Bonus? Haben wir da auch diese ganzen Vorteile? Können wir da auch den Sweet Spot schlechthin fliegen und so weiter? Aktuell, und das ist das erste Video über die American Express Platinum Österreich, die ich für euch mache, gibt es wieder einen Bonus und es gibt Neuigkeiten, es gibt neue Benefits und neue Vorteile bei der Platinum-Variante. Was kann die Karte? Was habe ich davon? Ist sie wirklich, auch wie in Deutschland, die ultimative Kreditkarte, die wir haben müssen für Gernflieger? Das erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Ich schlage vor, wir machen das genauso wie bei den anderen Videos. Gleich zu Beginn die Fakten und alles weitere, die Details, später nach den Fakten. Ja? Also, aktuell gibt es die American Express Platinum Card in Österreich mit einem Willkommensbonus von 50.000 Punkten. Das ist ähnlich wie bei anderen Aktionen auch. Ihr müsst damit 5.000 Euro in 6 Monaten umgesetzt haben und bekommt dann diesen Bonus. Und vielleicht nicht unbedingt in den letzten 18 Monaten schon eine Platinum-Card besessen haben als Hauptkarteninhaber, denn das ist ausgeschlossen. Aber habt ihr eine Gold, könnt ihr von der Gold auf die Platinum wechseln, das ist kein Problem. Bedenkt, ihr habt auch in Österreich die Möglichkeit, den Punkt Turbo zu aktivieren, das heißt, ihr zahlt dann einmalig 15 Euro im Jahr und bekommt dann statt einem Punkt pro Euro 1,5 Punkte pro Euro. Das macht, weil ihr ja diesen Umsatz machen müsst, um die Punkte zu bekommen, ja nochmal 7.500 Punkte oben drauf. Das heißt, am Ende des Tages habt ihr, nur damit ihr den Willkommensbonus habt, ganze ja 57.500 Rewards Points. Na, und diese Punkte könnt ihr entsprechend umwandeln zu verschiedenen Transferpartnern. Das sind zum Beispiel einige Airlines, also die Vielfliegerprogramme oder Hotelketten. Aber wir konzentrieren uns eher auf die Vielfliegerprogramme, aber später mehr. Was gibt es noch dazu? Es gibt ja Neuigkeiten. Es gibt ja nicht nur bei der deutschen Kreditkarte ja diese neuen Benefits, nein, auch bei Österreich. In Österreich gibt es sie übrigens schon länger. Das Dein- oder das Gourmet-Guthaben. 360 Euro im Jahr und davon sind 180 Euro für Österreich und 180 Euro international. Das heißt, ihr könnt einmal oder zweimal in Österreich, in Wien essen gehen für 180 Euro und bezahlt mit eurer Kreditkarte und ihr bekommt das Guthaben dann auf eure Karte wieder gut geschrieben. Gleiches in internationalen Restaurants. Die Liste oder die Links zu diesen ganzen Restaurants weltweit in unserem Beitrag auf unserer Webseite, da gibt es einen eigenen Post über die Amex Platinum Card in Österreich. Aber jetzt ganz neu gibt es noch bis zum Ende des Jahres, aber ich gehe davon aus, es wird verlängert, noch 15 Euro pro Monat Gutschrift, also ein Guthaben für Entertainment. Also das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Netflix guckt oder wenn ihr monatlich für Amazon Prime was bezahlen wollt. Aber wie gesagt, keine jährlichen Mitgliedschaften wie Amazon Prime jährlich. Das geht nicht. Ihr müsst monatlich eure Beiträge bezahlen für Netflix, für was auch immer und bekommt dann 15 Euro auf euer ja, Konto wieder gutgeschrieben pro Monat. Jo. Aber das aber funktioniert, also auch da die Details nochmal auf unserer Webseite, dann habt ihr daher eigentlich schon mal relativ viel gespart. Und die Liste ist jetzt eigentlich schon wieder relativ lang und eigentlich dieses schnelle Vorwegerzählen wird nichts, weil ich habe ja euch jetzt schon wieder alles erzählt. Es kommen aber noch ein paar Dinge oben drauf. Die kostenlose Zusatz- bzw. Partnerkarte, das heißt, ihr habt als Hauptkarteninhaber ja die Platinum aus Metall und ihr habt noch einen Partner, den ihr benennen könnt, der kriegt seine eigene Metall Platinum Card und ebenfalls ein Priority Pass dazu. Das heißt, ihr habt ähnliche Benefits doppelt. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, in Wien durch die Platinum entsprechend, egal welche Klasse ihr fliegt, die Fastlane zu benutzen. Ihr habt Priority, ihr könnt da in die Lounge gehen, separat, aber habt ihr ja sowieso. Ihr könnt aber auch bei Lufthansa in alle oder fast alle Business Lounges gehen. Habt ihr ein Business-Lastig, könnt ihr in die Senator Lounge gehen, aber natürlich könnt ihr auch in die American Express Centurion Lounges gehen. Weltweit, es gibt nicht weltweit so viele, aber in den USA natürlich viele, in London, in Hongkong gibt es. Ja, und die sind wirklich ausgezeichnet. Ist besser teilweise als die Lounges der verschiedenen Airlines, weil sie ein Angebot haben, was nicht so alltäglich ist. Das habt ihr vielleicht in unseren Videos schon gesehen. Ja, wie gesagt, auch für euch Wiener habt ihr noch mehr Vorteile, indem ihr in Wien noch den schnelleren Gang zum Gate oder zur Lounge habt, die Fastlane nutzen könnt. Also hat seine Vorteile.
Ihr habt vielleicht unser Video oder es kommt bald unser Video von den Malediven gesehen. Wir waren im Hilton und ihr kennt ja, die Malediven sind etwas teuer, aber nicht nur da. Überall eigentlich kostet das Frühstück relativ viel Geld. Und mit einem Status bei verschiedenen Hotelketten, was bei der Platin nämlich dabei ist, denn ihr seid bei Hilton dadurch Gold, müsst ihr nur euch anmelden dort und könnt damit andere Benefits genießen, wie kostenloses Frühstück für zwei oder kostenloses Upgrade und verschiedene Dinge. Frühes Einchecken, spätes Auschecken, solche Dinge. Aber eigentlich das Wichtigste ist, ihr spart damit bei Hilton, besonders, da haben wir uns sehr gefreut, über, dass wir viel Geld gespart haben, bis zu 100 Euro pro Tag. So war es tatsächlich auf den Malediven im Hilton. Ich möchte keine 50 Euro für ein Frühstück bezahlen, beziehungsweise ich möchte auch keine 30 oder auch keine 15 Euro bezahlen, denn es ist kostenlos mit so einem Status und der ist auch, wie gesagt, dabei. Nicht nur bei Hilton, auch bei Marriott, auch bei Accor und auch bei anderen Hotelketten, Melia und Radisson. Kommen wir eigentlich mal zum spannenden oder beziehungsweise zum wichtigsten Thema. Also letztendlich beantragt man die Karte ja mit einem Hintergrund. Man braucht eine Kreditkarte, mit der man sinnvoll nebenbei Meilen sammelt. Ihr bekommt durch dieses Bezahlen oder Freundschaftswerbung ist auch ein sehr, sehr gutes und wirklich kräftiges Werkzeug, um relativ schnell viele Punkte und Meilen zu sammeln. Und mit diesen Meilen könnt ihr Prämienflüge buchen bei Airlines und die ihr letztendlich nutzt, um eure Punkte dorthin zu transferieren und eure Meilen dort umzuwandeln oder einzusetzen in Flüge. Und zwar Prämienflüge. Ihr zahlt zwar immer noch Steuern und Gebühren, aber den Flug an sich dann mit den Punkten bzw. Meilen. Da gibt es Sweetspots zum Beispiel wie mit Iberia. Dann bucht ihr ja, ihr könnt eure Punkte zu Iberia, dem Vielfliegerprogramm, umwandeln und ihr könnt dann für 42.500 Punkten, also Amex-Punkten, umgerechnet entsprechend ein Business-Class-Flug von Madrid an die Ostküste der USA buchen in Business-Class. Und solche Flüge kosten immer, in der Regel, um die 3.000 Euro One-Way. Habe ich im letzten Video schon mal erklärt. Das ist eigentlich ein riesengroßer Vorteil. Also wenn man sowas sowieso vorhatte, dann guckt man vorher so ein bisschen, was plane ich, was möchte ich buchen, was ist möglich. Und dann lohnt es sich nochmal viel mehr, an so eine Karte zu denken. Aber es gibt noch mehrere Dinge. Es gibt dann für Freedom Flights mit Emirates, wenn ihr mal vorhabt, irgendwie Flüge zu machen von Mailand in die USA, Athen fliegt, glaube ich. Wir sind mal kürzlich von Mexiko nach Barcelona geflogen. Das ist also jetzt die Emirates 777-200LR Business Class. Das finde ich ganz cool. Wir haben es übrigens auch mit Mailand bzw. American Express Punkten gebucht. Solche Fifth-Wing-Flüge sind die besten Speedspots. Es ist noch viel, viel mehr möglich, wie zum Beispiel Cathay First Class, selbst British Airways selbst oder ganze Oneworld kann man entsprechend über das Vielfliegerprogramm von British Airways buchen. Unsere Sweetspots oder einige Sweetspots haben wir auf unserer Webseite oder auch teilweise in dem Beitrag schon verlinkt oder euch aufgelistet, welche ihr entsprechend schon allein mit dem Bonus buchen könnt. Mitunter sind da schon einige sehr angenehme Flüge dabei, wo es sich lohnt, allein schon dafür die Karte zu beantragen. Ja, was kostet sie überhaupt? Genau, apropos, die kostet 53 Euro pro Monat, beziehungsweise 636 in der grobe Zahl im Jahr. Ja, sie ist günstiger tatsächlich als andere Kreditkarten oder andere Platinum-Karten. Dann sind wir eigentlich jetzt schon beim Fazit. Ich habe gar nicht viel groß vorweg erzählen können, weil die Liste schon lang ist und ich muss irgendwie auch schon erzählen, was dann dahinter steht. Also letztendlich ist es ja so, dass dazu kam das Entertainment-Paket, dass ihr 15 Euro pro Monat bekommt. Das heißt, es ist eigentlich bis zu 180 Euro im Jahr nochmal obendrauf. Habt ihr noch 360 Euro Guthaben und wir zum Beispiel können das auch ganz gut gebrauchen. Wir würden in Österreich essen gehen, wir würden aber auch in internationalen Restaurants essen gehen und darunter sind auch einige Restaurants in Bangkok dabei. Also es lohnt sich definitiv und reduziert wieder mal die Kosten für die Karte selbst. Ja, dann habt ihr dazu ja auch noch die Priority Pass in zweifacher Ausführung. Generell sowieso die zweite Karte mit den gleichen Benefits und auch Hotelstatus. Es ist wirklich interessant, denn wenn ihr als Hauptkarteninhaber den Status anmeldet bei Hilton, kann auch die Partnerkarte das tun. Das heißt, auch der Inhaber der Partnerkarte kann dann zu Hilton gehen, sich neu anmelden und seinen Status da anmelden. Das heißt, dann gibt es einen 2-Gold-Status eigentlich möglich. Ja, aber so funktioniert dann nicht mit dem Gourmet-Guthaben oder auch nicht mit dem Entertainment-Guthaben. Das ist also nur für den Hauptkarteninhaber gedacht. Da sind auch übrigens die teilnehmenden Partner für das Entertainment-Paket auch nochmal
auf unserer Webseite entsprechend genannt bzw. aufgelistet und mit dem Link hinterlegt, wie ihr das macht. Und das Guthaben bzw. diese ganzen Möglichkeiten, die ihr entsprechend in der App von American Express unter den Offern und könnt ihr vielleicht nochmal gucken, ob ihr da noch was anderes findet, denn Offer machen das Ganze auch nochmal interessant, indem ihr dort noch extra Punkte sammeln könnt oder eine Gutschrift bekommt, also entweder Rabatt oder eine Gutschrift nach dem Kauf. Das macht es nochmal auch interessant, wie zum Beispiel Buchungen bei Hilton oder bei Hyatt oder bei Marriott gibt es ganz schnell mal ab 500 Euro Ausgaben 100 Euro zurück. Das ist nicht wenig, wenn man das hochrechnet. Diese Kreditkarte ist letztendlich für die gedacht, die gerne und viel reisen. Genauso wie wir. Habt ihr in unserem Video sehr schön gesehen. Und entsprechend auch dafür gedacht, die Punkte sinnvoll umzusetzen in Meilen. Und Meilen entsprechend in Vielflieger beziehungsweise und die Meilen entsprechend in Prämienflüge investieren. Ja, ich glaube, ich habe euch schon wieder viel zu viel erzählt. Es ist alles gesagt. Vieles seht ihr auch nochmal auf der Webseite im dazugehörigen Post. Und auch letztendlich später nochmal von mir, wenn ich überlege und vergleiche, was gibt es noch auf dem österreichischen Markt. Es ist ja nicht nur die Platinum da, es gibt ja auch noch die Gold, die im Übrigen ja auch interessant ist, denn die bringt euch auch schon Loungezugang in Wien in die verschiedenen Lounges. Das ist in Deutschland übrigens nicht so. Das ist interessant, habe ich gesehen. Ja, und noch andere Vorteile, aber in diesem Fall sprechen wir erstmal nur über die Platinum. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Oder vielleicht auch bis zum nächsten Mal in Wien. Ich freue mich schon auf die Lounges wieder in Wien am Flughafen. Bis dann. Tschüss. Bucht übrigens mal wieder mit Meilen oder ihr wandelt eure American Express Punkte zu SAS Punkten um. Für Held ist es 5 zu 4, aber ich will jetzt gar nicht so viel erzählen. 60.000 Meilen sind nötig, aber ganz wenig Steuern und Gebühren. Und diese Meilen könnt ihr, wie gesagt, durch die Punkteumwandlung generieren.